Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit kräftiger Unterstützung vom Kätzchen. Es soll heute wieder ein kleiner Vlog werden. Und zwar möchte ich euch gerne ein bisschen mitnehmen. Meine Eltern kommen ja an diesem Wochenende zu Besuch. Und weil es wahrscheinlich nicht ausreicht, jetzt nur aufzunehmen, wie wir nach Potsdam fahren, weil das nämlich eigentlich das Hauptthema jetzt dieses Vlogs, dass wir einen Besuch in Potsdam durchführen oder vollziehen. Also wir wollen uns die Stadt angucken, wir wollen ein bisschen zu meiner Uni, wir wollen essen gehen dort bei einem ganz, ganz geilen Restaurant und wir wollen eigentlich auch in die Biosphäre dort gehen. Weil es aber natürlich ein bisschen auch vom Wetter abhängt, was ich euch zeigen kann und nicht weiß, wie viel in den Vlog reinpasst, werde ich euch heute auch schon ein bisschen mitnehmen. Heute werde ich ein bisschen die Wohnung auf Vordermann bringen. Vielleicht schaffe ich es ja sogar, euch ein Vorher-Nachher zu zeigen oder auch euch ein bisschen mitzunehmen, wie ich dann hier die Wohnung putze. Jetzt durch die ganzen Streams, muss ich sagen, habe ich so ein bisschen schleifen lassen immer. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass unsere Wohnung unfassbar möhlig ist oder so. Ich weiß nicht, wie sieht eure Wohnung aus? Könnt ihr ja gerne mal ein bisschen schreiben, ob ihr so Typ ordentlich seid oder eher so ein bisschen schluderig und die Sache so stehen lasst. Weil Chris ist da gerne mal der, der auch von abends irgendwie seine Gläser so stehen lässt vom Tag über. Da bin ich eher so, dass ich die schon sehr, sehr schnell wegräume. Und ja, ich will einfach mal ein bisschen durchwischen. Wenn meine Eltern zu Besuch kommen, ist es dann doch ein bisschen besser, wenn nicht überall Katzenhaare und sowas alles liegen. Und ja, da nehme ich euch dann heute mal mit. Ich hoffe, ich habe ausreichend Materialien dann für den Vlog. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Und wenn euch das Ganze hier gefällt, dann lasst natürlich wie immer einen Daumen nach oben da. Könnt natürlich auch gerne hier abonnieren. Ich bin immer noch dabei, die 1000 Abonnenten zu knacken. Das wäre ein sehr, sehr großer Meilenstein für mich. Und wenn ihr mich dabei unterstützen würdet, wäre das natürlich richtig toll. Wir möchten uns auch nochmal bedanken für das Einschalten beim letzten Vlog. Da hätte ich nie gedacht, dass da überhaupt so viele Leute Interesse zeigen an dem Warnemünde-Video. Ich wünsche euch, wie gesagt, heute ganz viel Spaß. Bis gleich dann zum Saubermachen. Tschüss. Bettchen machen. Auf, ne? Der Haushalt macht sich ja nicht von allein, oder? Genau. So, kleiner Zwischenstand. Ich habe jetzt alles ausgesaugt und habe tatsächlich jetzt alles auch gewischt. Also gerade Schlafzimmer und Wohnzimmer gewischt. Und hier und da ein bisschen Fenster geputzt, Spiegel geputzt. Und jetzt kommt der Teppich wieder rein.
der ja sonst immer hier hinter uns liegt. Und die ganzen Sachen werden wieder an ihren Platz gestellt. Und ja, ich habe Katzenfutter gekauft gehabt und einsortiert. Das habe ich jetzt auch noch gemacht. Und dadurch haben die Katzen so ein paar Kartons gekriegt. Da spielen sie immer extremst gerne mit. Vielleicht kann ich dann noch die ein oder andere Aufnahme machen. Mal gucken, es wird gerade in der Küche geraschelt. Vielleicht... Ja, da wird schon reingegangen. Da ist einmal ein Karton. Zack. Und hier den großen, den habt ihr ja eben schon gesehen. Genau, Badezimmer habe ich geputzt. Ist noch ein bisschen nass. Bilbo sitzt auch schon ready. Ne, kleiner Fratz. Genau, eben hat es ganz doll geregnet. Ja, und ansonsten war es das dann eigentlich schon von meinem Saubermach. Streamchen hier von meinem Streamchen, von meinem Saubermachen. Genau, dann geht es nämlich gleich ans Stream, weil heute gibt es nämlich Karaoke. Heute ist nämlich Freitag und wir machen heute ein paar Stündchen Karaoke. Das muss ich auch gleich noch aufbauen. Ich habe nämlich nur noch eine Stunde und dann geht es nämlich schon los. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben die Karaoke gestern überstanden und heute ist Samstag, der 14.09. Meine Eltern kommen jetzt gleich. Es ist jetzt gleich fast 12. Und dann werden wir wahrscheinlich auch schon zeitnah nach Potsdam unterwegs sein und nach Potsdam fahren. Heute sieht das Wetter ein bisschen besser aus. Man sieht im Hintergrund, es ist nicht grau in grau. Die Sonne scheint ein bisschen, strahlt ein bisschen hier schon rein. Und ja, ich hoffe, es regnet heute nicht. Und ich kann euch ein bisschen mitnehmen und ein bisschen was zeigen. Also bleibt gerne dran, seid gerne gespannt. So, hallo ihr Lieben. Ich hoffe, ihr könnt mich halbwegs verstehen. Wir sind gerade in Potsdam unterwegs, am Rathaus. Da sind wir gerade ausgestiegen mit der Straßenbahn und wir gehen jetzt gleich ins Österelli, ein bisschen was essen. Hier ist vom Rathaus bzw. daneben voll cool so ein kleiner Wochenmarkt, so ein Wochenendmarkt. Da sind wir jetzt auch kurz drüber geschlendert. Chris hat sich eine Wildwurst gekauft, die wird er dann nachher, denke ich mal, verspeisen. Und ja, Wetter sieht bisher ganz gut aus, also wahrscheinlich gehen wir nicht in die Biosphäre, sondern laufen vielleicht noch ein bisschen in Potsdam rum und werden dann das schöne Wetter genießen, anstatt da in so eine Halle reinzugehen. Und ja, mal gucken, wie gleich das Essen wird. Ich habe Hunger, ich bin sehr gespannt. Hallo ihr Lieben, so wir sind jetzt an der Uni bei mir, an der Universität in Potsdam. Es ist übelst sonnig. Hier sieht man im Hintergrund ein bisschen das neue Palais. Und ja, ich werde euch da ein bisschen mal mitnehmen durch den Schlosspark. Und wir gehen wahrscheinlich auch noch zum Schloss Sanssouci und ja, mal gucken. Ich hoffe, das Wetter bleibt so bisher, aber es sieht vielversprechend und gut aus. Und das ist sozusagen der Ort, wo ich auch immer zur Uni gehe, beziehungsweise am Anfang vom Studium relativ häufig zur Uni gegangen bin. Dann war ja doch viel im Homeoffice und sehr viel via Zoom. Also, bis gleich. We'll be right back.
Hälfte des Weges haben wir geschafft. Da hinten sieht man noch ganz bisschen das neue Palais. Und wir laufen jetzt noch weiter Richtung Sanssouci. Wir sind jetzt schon gleich beim Springbrunnen angekommen. Und ey, Wetter ist heute wirklich genial. Ich hätte nie gedacht, dass das so schön nochmal wird. So Spätsommer ist schon echt toll, wenn es nicht mehr so heiß wird. Und ja, ich hoffe, ich kann euch da noch ein paar Aufnahmen machen vom Wasserfall, vom Springbrunnen. Nicht Wasserfall, Springbrunnen. Den Springbrunnen erreicht und ich muss sagen, ich finde es richtig schön, diesen Schlossgarten zu besuchen, weil wir waren vor einer Weile schon mal hier gewesen und da gab es tatsächlich nicht so viele schöne Blümchen, also als ob das so Spätsommerblüher sind. Sieht richtig, richtig schön gerade aus und jetzt geht es noch hoch zum Schloss Sanssouci. Sanssouci haben wir es erreicht, den nächsten Punkt auf unserer Stadtroute heute. Und guckt euch mal diesen krassen Ausblick an, wenn da jetzt die Hochhäuser natürlich nicht wären, wie ultra schön man damals einfach in die Ferne hat gucken können. Schon der Hammer. Sehr, sehr interessant und cool. Jetzt gehen wir vielleicht noch einmal zur Windmühle, beziehungsweise dort in den, wie nennt man das? Chris, was ist das für ein Garten, der da nebendran ist? Wie heißt der? Na, ist das die Orangerie oder ist das, der, ist das sogar der, ach, ich bin mir gar nicht sicher. Wir werden es ja gleich sehen, wie es heißt. Ich filme es euch. Leckeres Eis. Am Nam Nam. Absolutes Lieblingseis. Cornetto mit Erdbeeren. Der sizilianische Garten, so heißt der nämlich, ich habe eben noch mal nachgeguckt. Richtig, richtig schön gepflanzt, aber tatsächlich nicht so viele Sommer- bzw. Herbstblumen wie zum Beispiel der Garten um Schloss Sanssouci. Hier sind halt mehr so Grünpflanzen und oben fährt gerade eine Kutsche lang. Sieht man das da hinten ein bisschen? Da. Kutschen. Naja, so jetzt machen wir uns gleich auf den Weg nach Hause, beziehungsweise zurück zur Uni und dann war es das auch schon langsam mit dem Vlog. Ich glaube, ich melde mich dann nochmal entweder an der Orangerie oder wenn wir wieder zu Hause sind. Ihr Lieben, wir sind am Ende angekommen, wir sind jetzt eine ganze Runde durch den Schlossgarten gegangen und waren jetzt auch bei Schloss Sanssouci und auch dort im sizilianischen Garten und wir sind jetzt schon wieder fast am Palais angekommen, also haben eine ganze Runde gedreht, sitzen hier jetzt kurz auf so einem kleinen Bäumchen und ja, dann fahren wir langsam nach Hause und ich hoffe, wie gesagt, dass euch
dieser kleine Vlog ein bisschen gefallen hat. Ich fand den Tag heute super schön, also natürlich auch, weil meine Eltern dabei waren. Essen hat super geschmeckt und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst natürlich ein Däumchen hier auf diesem Kanal und wenn ihr weiterhin Vlogs sehen wollt in der Form, natürlich auch einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und ja, ich wünsche euch, egal wann ihr dieses Video guckt, noch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend oder auch noch eine erfolgreiche Woche oder ein schönes Wochenende. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss! So, wir sind wieder zurück. Ich habe ganz vergessen, euch ja noch ein kleines Sneak Peek zu geben, was ich so zum Geburtstag von meinen Eltern und den Eltern vom Chris bekommen habe. Unter anderem neue Tupperbüchsen, weil unsere sind nämlich so kaputt und eingerissen, dass wir die zum Teil gar nicht mehr benutzen konnten. Dann habe ich noch Söckchen bekommen von meiner Mami. Und dann habe ich ein kleines Wörterbuch der Gebärdensprache gekriegt. Ich will nämlich ein bisschen Gebärden lernen, weil ich denke, das ist gerade vielleicht auch im Lehrerberuf gar nicht so schlecht. Vielleicht verschlägt es mich ja doch mal in die ersten Klassen. Dann kann man gerade so bestimmte Wörter, die die Schüler und Schülerinnen lesen, auch noch mit Gebärden ein bisschen unterstützen, damit das von dem Sehen leichter in den Kopf geht. Dann habe ich ein bisschen Snackies gekriegt. Einmal so Haselnüsse mit Schokolade, ein paar leckere Bananenchips. Da sind wir wieder bei den Bananen. Kleiner Insider für die Leute bei Twitch. Schokoladenplätzchen, aber ich denke mal, die wird sich eher der Chris reinpfeifen. Und eine echt extremst schöne Schüssel. So eine Müsli-Schale wie. Oder am besten natürlich auch für Pistazien, esse ich auch sehr, sehr gerne. Dann haben wir noch ein kleines Gläschen mit Honig bekommen, Be Friendly. Und noch was zu snacken, und zwar ein paar Lindt-Kügelchen mit Erdbeersahne. Sehr köstlich und natürlich noch ein bisschen Geld und ein paar Karten. Und ja, das war es dann auch schon gewesen. Also ich bedanke mich und fürs Reinschalten und jetzt bin ich aber wirklich weg. Ciao!